Oh, was ist das jetzt? Neues Gebiet. Wow. Interessant. Interessant. Wir sind also jetzt im Blätterhain. Ein Turner Knock und zwei Aufzeichnungen gäbe es hier. Naja, und hier sowieso sogar noch ein paar andere Sachen. Die wir bis jetzt, noch nicht erledigen können. Weil uns natürlich die passende Elementarkraft fehlt. So, und was ist das jetzt hier? Ein Donut? Mysteriös. Ah, stimmt ja, unsere Energie muss erstmal wieder aufgefüllt werden. Okay, Energie wieder aufgefüllt. Okay, ein großes Turner Knock erwartet uns, sag hier an der Stelle gleich. Sieh mal an, wieder ein getarnter Gegner. Die getarnten Gegner werden damit auch gleich mal aus dem Spiel genommen. Jetzt müssen wir allerdings bloß mal kurz mal sehen. Was ist das da drüben? Und was bringt uns... warte mal, könnte es jetzt vielleicht sein, dass wir die Gegend vielleicht erst erklimmen können, sobald wir das nächste Turner Knock erledigt haben? Na, ein Fallensteller. Leprechaun? Verdammt nochmal, wir sind jetzt schon beim nächsten Turner Knock. Nein, wir sind jetzt nicht beim nächsten Turner Knock. Das war jetzt, wie es aussieht, irgendwas anderes.
war jetzt in der Tat irgendwas anderes. Das nächste Tirnanok ist da oben. Interessant. Cheshire, over here. Was auch immer das da jetzt ist, es bringt uns der Sack jetzt leider nicht weiter. Was auch immer das da jetzt war, bringt uns weiter. Und was das Leitlicht? Soll es je verlaufen, halte nach Leitlicht dann Ausschau. Sie weisen den Weg zum nächsten Unterschlupf. Okay, das ist nicht schlecht. Ein warmes Leuchten hätte uns jetzt den Weg gewiesen. Aber ebenso gut finden wir jetzt, wieder mal ziemlich viele neue Materialien. Okay, dann bleibt uns jetzt also wirklich erstmal nichts anderes übrig, als zuallererst mal wieder für so zu sorgen, dass das nächste Tirnanok gleich wohl erstmal erledigt wird. Those cheeky fairies. What's their problem? It's because they know you're weak. Cheshire patronized Ceresa. Okay, Tirnanok Nummer 3. Wir sind ja jetzt hier mit dabei. Na, was müssen wir jetzt hier tun? Unheil. Es gibt hier auf jeden Fall einen Speicherpunkt. Das heißt dann sicher, er sagt schon mal nichts Gutes. Ist eventuell ein Kampfraum. Es könnte in der Tat, er sagt, ein Kampfraum sein. Let's get him, Cheshire!
Gut, Turner Nock. Unheil besiegt. Wird mal wieder Zeit für das nächste Blütenblatt. Wir brauchen, sobald es geht, unser drittes Leben. Sobald es geht, werden wir unser drittes Leben dann auch schon zur Verfügung haben. Ja, wirklich nicht schlecht. Turner Nock Nummer 3 abgeschlossen. Und wir haben einen weiteren Weg, der vorher versteckt war, aktiviert. Cerisa und Cheshire haben alle Turner Nock im Blätterhain ausgelöscht. Der Nebel lichtet sich, wichtige Orte sind jetzt markiert. Weitere Aufzeichnungen sind in der Sack jetzt vorhanden. Gut gemacht, Großer. Aber es gibt hier immer noch ein paar andere Sachen zu erledigen. Cool. Tja, weitere Umbra-Medizin. Ah, verdammt nochmal. Immer das Gleiche, immer diese blöden Fallen hier. Wie lange dauert das noch? Komm schon wieder raus. Menschenskinders, wie lange dauert das noch? Oder ist das jetzt ein Bug? Hallo, komm hier raus. Wieso klappt denn das jetzt nicht? Ist das jetzt, der Sack, wirklich ein Bug, dass der Sack jetzt nicht da rauskommt? Er kommt doch nicht mehr raus. Wie kann denn das jetzt möglich sein? Naja gut, seit der Veröffentlichung am Freitag, dem 17. März, gab es ja sogar auch noch kein Update. Aber gut, es bringt mir jetzt, er sagt, nichts hier weiter, er sagt, herumzulungern. Tja, bringt mir nichts. Wir müssen, er sagt, wie es aussieht, nochmal die ganze Sache mit dem Unheil nochmal von vorne machen. Und dann dürfen wir auf gar keinen Fall jetzt... Ah, okay, okay, okay. Es wurde Sakir nachgespeichert, das ist gut. Aber wartet mal, wenn da unten eigentlich die Wolfsspuren sind. Warte mal, hier sind ja auch die Wolfsspuren. Es scheinen also ja zwei Wege, sag hier weiterzuführen. Okay, es scheint, er sagt jetzt hier zwei Wege zu geben. Yes.
und natürlich noch ein paar weitere Wege, die wir jetzt aktuell nicht machen können, weil uns die jeweilige Elementarkraft jetzt noch fehlt. Tja, da kommen wir wirklich erstmal nicht weiter, weil wir die jeweilige Elementarkraft jetzt nicht besitzen. Aber gut, da wir jetzt sowieso auch wissen, dass der andere Weg, er sagt, ebenfalls zum Basislager führen würde. Bräuchten wir jetzt erstmal diesen Weg hier nicht zu nehmen. Ah, warte mal, hier waren wir ja schon. Stimmt ja, bei dem Weg waren wir ja schon gewesen. Wartet mal, wenn wir, sagt, da schon waren... Dann ist das jetzt wiederum, er sagt, der normale Weg, den wir, sagt, vorher schon hatten. Nein, doch nicht. Das ist, er sagt, anscheinend doch ein anderer Weg. Das ist immer noch der gleiche Weg. Nur hatten wir, sag, hierbei vorher den geheimen, also den von der Illusion versperrten Weg ja nicht. Also es ist, sag, jetzt doch ein weiterer Stützpunkt. Ja, welch blöde Frage eigentlich. In a nearby grove, there was a place illuminated by moonlight. As she approached, the magic brace in Cereza's wrist began to glow. Hey, Meisterin, wie geht's? Morgana? Cereza blinked in disbelief as the ghostly figure of her teacher appeared from within the moonlight. Thank goodness you're safe. When I realized you'd gone to the forest, I was beside myself with worry. But really, Cereza? Into the forest despite all my warnings. You even made off with my magic brace. Just what were you thinking? Although this was only a projection of Morgana, her scolding somehow managed to be even more intimidating than the genuine article. Cereza could only hang her head. I am looking forward to a thorough explanation once you're home safe. But I'm afraid escaping Avalon Forest will not be easy. Morgana's expression was grave. She explained how the fairy's magic turned the forest into a labyrinthine trap, one in which Cereza was currently ensnared. This ancient enchantment was so strong, even Morgana herself could not easily break it. For now, all I can do is support you from afar. I will begin researching ways out of the forest.
You just find a safe place and try to stay alive until I find a way to save you. Don't worry, Morgana. Look, I was able to summon a demon of my very own. Is that... You summoned a demon into your stuffed toy. Cereza, well, it will have to do. If you are able to wield that demon, your chances of survival will increase greatly. This forest belongs to the fairies. However, if you search carefully, I am sure you will find objects that will help you develop your magic abilities. What about these sparkly things? I've picked up a bunch of them since I've got here. Yes, that crystalline structure is a stable source of magical energy. If you feed it to the demon, it may awaken some new powers. The light of the moon began to wane. With it, Morgana's visage grew faint. It was as if the forest itself conspired to impede their plans. Cereza, listen well. Demons are weapons which we witches wield, not friends to be cuddled. Remember to treat them as such. The remaining moonlight faded, and Morgana disappeared. Cheshire was in a foul mood. What was that? Morgana is my master, and I will not have you speak of her in that way. I feel bad for worrying her, but I don't get why she's so overprotective. I mean, I summoned a demon and everything. Cereza wished that just once Morgana would tell her she did a good job. She had already forgotten Morgana's scolding. Well, back to chasing the White Wolf. If we get that power, even Miss High and Mighty Morgana will sing our praises. Oh yeah, those little sparkly things. She said they might help you grow stronger. I wonder what that means. What is this? In one corner was a rock, polished to a shiny finish. This would make a good substitute for the mirror she used when training. Hey! Without Morgana breathing down my neck, I might be able to get in some good practice. Worth a try. Okay, hier können Cereza und Cheshire neue Talente erlernen. Gut, Cheshires Talente befinden sich auf der rechten Seite, ist ja klar. Und auf der linken Seite, warte mal, gib Cheshire Avalon Confect, damit er neue Talente erlernt. Okay, bewege den Cursor auf das Talent, das du erlernen willst. Ja. Aufgeladener Angriff, halte ZR gedrückt, um Kraft zu sammeln, dann lasse los, damit Cheshire sich mit voller Wucht auf den Gegner stürzt. Hey, have some. Ja, äußerst knusprig, nicht wahr? Cerisas Talente befinden sich auf der linken Seite. Cereza verbraucht Onyx-Rosen, um Talente zu erlernen. Ja. Probiere viele verschiedene Talente aus. Tja, was haben wir hier? Höllenbande 1 wird das Tempo, mit dem du im Knuddelmodus Magie wiederherstellst. Schnelles Aufladen. Deine Dornfessel lädt sich etwas schneller wieder auf. Absorption 1 setzt die Dornfessel Erfolge gegen einen Gegner ein, um ein wenig Magie wiederherzustellen. Gut, die Absorption hätten wir damit jetzt auch erlernt. Hiermit hätten wir, eine Fessel-Kombo. Dafür fehlt uns allerdings jetzt, noch eine besondere Pflanze. Hier ein Haps, lade in der Nähe eines geschwächten Gegners mit ZR einen Angriff auf und lass dann los, um Cheshire dazu bringen, den Gegner zu verschlingen. Plüschprügel, drücke im Knuddelmodus ZR, um Cheshire nach einem Gegner zu schlagen zu lassen, was diesen kurz ablenkt. Dämonisches Ausweichen, drücke R,
um mit Cheshire auszuweichen. Wir haben, wie gesagt, noch 606 Avalon-Konfekt. Mal sehen. Hubs könnten wir lernen. Das wären dann 300. Damit hätten wir, wie gesagt, 400. Und mal sehen, was wir... Warte, was ist das? Hier entlang. Cheshire mit R in die Richtung aus, in die du bewegst, um ein wenig deine Geschwindigkeit zu erhöhen. Dickes Fell ein. Cheshire kann ein wenig mehr Schaden einstecken, bevor es sich in seine Plüschtierbombe wandelt. Gut, erst einmal Plüschprügel. Cheshire, here you go. Tja, wir füttern ihn wirklich jetzt erstmal ein bisschen gut auf. Dann jetzt sagt noch der Hubs. Warte mal, das dicke Fell können wir jetzt, glaube ich, eher lieber mal als nächstes erlernen. Warte mal, Hubshilfe. Wenn du einen geschwächten Gegner mit deinem Kiefer-Symbol siehst, kannst du ZR gedrückt halten und dann loslassen, damit Cheshire ihn verschlingt. Gut. Ja, bezaubernd. Tja, Fessel-Kombo-Hubs. Wähle, ob du Fessel-Kombos und Hubs durchhalten und loslassen der Angriffstaste präzise bestimmen willst oder ob Cheshire sie verfügbar durch dich einmaliges Drücken ausführt. Tja, wir können es immer noch umstellen. Wir können das Ganze immer noch umstellen, das ist ja klar. Aber wir haben jetzt immer noch ein paar Sachen weiter zu erledigen. Dickes Fell. Hey, have some. Es ist immer gut, mehr Lebenspunkte zu haben. So, ansonsten hätten wir jetzt gesagt, nein, das können wir nicht erlernen. Haben wir erlernt. Konter haben wir erlernt. Wir hätten ja sag jetzt noch das dämonische Ausweichen. Naja, und die Fessel-Kombo können wir ja sag jetzt sowieso nicht machen. Also jetzt erstmal das Ausweichen. Cheshire, here you go. Gut, das war auf jeden Fall für dich jetzt erstmal genügend Süßigkeiten für diesen Part. Also, was haben wir denn jetzt noch? Wir haben 400 Rosen noch. Multifessel können wir noch nicht einsetzen. Für schnelle Aufladen haben wir jetzt auch nichts. Eine Ausweichrolle. Große Taschen. Der Giftdorn. Ah, da fehlt uns jetzt leider was. Aber Ausweichrolle ist jetzt erstmal notwendig. Does this work? Und eine große Tasche, die kann man sowieso immer gebrauchen. Maybe like this? Gut, damit hätten wir jetzt wirklich erstmal alles erlernt, was wir erlernen konnten. Wie schon gesagt, diese anderen Kerne, die können wir jetzt aktuell noch nicht benutzen. Tja, damit hätten wir jetzt erstmal alles erledigt. Let's take a break. Vielleicht könnten wir aber sogar jetzt mal was Neues brauen. Der Dämonennebel wäre im Bereich des Möglichen. Umbrasirup ebenfalls. Aber was? Aber wieso ist das hier noch nicht möglich? Yes!
Gut, wir haben jetzt erstmal den Sirup. Und darüber hinaus auch noch den Dämonennebel. So, wir haben gespeichert. Wir haben hier weiter. Warte, was ist das jetzt hier? Okay, das war eine schlechte Idee. Das war ganz offensichtlich eine schlechte Idee, die wir jetzt hier hatten. Aber dafür ist diese Truhe hier noch um einiges besser. Bedeutet allerdings jetzt auch wieder hier, wir brauchen hier vielleicht die Wasserelementarfähigkeit. So, Biologieaufzeichnung Nummer 2. Wie ich bereits in meinem letzten Eintrag erwähnte, sind die meisten Pflanzen in diesem Wald von enormer Größe. Allerdings bin ich vor kurzem auch auf einige Varianten gestoßen, die wirken, als hätte irgendetwas ihr Wachstum gestört. Ich habe sie nun schon einige Tage beobachtet, aber es scheint, als seien sie in eine Art Stase verfallen. Trotz des nährstoffreichen Waldbodens muss es ihnen an irgendeiner Art Nahrung mangeln. Die für mich derzeit wahrscheinlichste Theorie ist, dass es sich hierbei um eine fremde Spezies handelt, die sich erst noch an das Klima des Waldes von Avalon anpassen muss. Ach, was gebe ich dafür, wenn ich sie persönlich fragen könnte. Doch leider spreche ich die Sprache der Pflanzen nicht. In den vergangenen Tagen sind mir ferner einige sonderbare Objekte aufgefallen, die auf dem Waldboden verstreut lagen. Dabei handelt es sich um schimmernde dunkelrote Blütenblätter und irgendeine Art süßlichen Konfekt. Besagte Blütenblätter waren mir auf den ersten Blick fremd, doch ich vermute, sie könnten von der sogenannten Onyxrose stammen. Eine Blume nicht von dieser Welt, die von jenen Feen hochgeschätzt wird, von denen man sie erzählt, sie hausen in genau diesem Wald. Wenn das stimmt, dann ist vielleicht auch das Konfekt eine Art Leckerbissen der Feen. Ich kann nur hoffen, dass meine Forschung mich irgendwann dazu führen, einer echten Fee zu begegnen. Da fragt man sich doch jetzt erst einmal, was für ein Forscher ist das denn jetzt eigentlich, der sagt, keine Angst vor den Feen hat? Naja.